Was geht ab, meine lieben Freunde, ihr seht Raptastisch. Heute geht es um einen Newcomer, der bald Goldstatus erreichen könnte. Der Streaming-Markt hat die deutsche Musiklandschaft schon jetzt nachhaltig verändert. Jedem Rap-Fan dürfte mittlerweile aufgefallen sein, dass sich die Anzahl der goldenen Schallplatten, insbesondere im Single-Bereich, in den letzten zwei Jahren vervielfacht hat. Was zuvor nur radiotauglichen Pop-Rappern wie Crow überlassen, Single-Gold zu holen, schaffen es mittlerweile selbst die unwahrscheinlichsten Rapper zu der goldenen. Zwar ist auch heute noch einer der obersten Voraussetzungen, dass der Song so massentauglich und eingängig wie möglich ist, jedoch können auch Straßenrapper wie Kuro oder Oleg Sesh, die traditionell eher schwächer im Single-Bereich performen, den Goldstatus erreichen. Selbst Newcomern ist es mittlerweile vergönnt, Gold zu gehen, wenn sie einen echten Hit landen. Als einer der ersten waschechten Newcomer steht nun Jason kurz vor seiner verdienten goldenen Schallplatte. Der Rapper ist mit knapp 8000 Likes auf Facebook sowie auch 1000 Followern auf Instagram eigentlich ein recht unbekanntes Gesicht. Doch seinen Hit Bombay kennt so gut wie jeder. Das Musikvideo steht auf YouTube bei rund 10 Millionen Klicks und sammelte bisher knapp 19 Millionen Streams auf Spotify. In ein paar Wochen könnte er also die Marke von 20 Millionen Streams geknackt haben. Gerade die sommerlichen Tage dürften die Streams des Songs zudem noch einmal richtig ankurbeln. Wir gratulieren Jason zu diesem Erfolg. Was meint ihr zu den Entwicklungen durch den ganzen Streaming-Markt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.